Herzlich willkommen zu der zweiten Woche im Kurs zur verteilten Verarbeitung. In dieser Woche soll es um reaktive Systeme gehen und heute bauen wir ein erstes sehr, sehr einfaches, triviales reaktives System. Was ist ein reaktives System? Grob zusammengefasst ist das ein System, was kontinuierlich mit seiner Außenwelt interagiert und was nicht terminiert. Beispiele für solche reaktiven Systeme sind ein klassisches Serverprogramm, also der Server läuft hier durch. Stellen Sie sich vor, Amazon würde terminieren, nachdem Sie da was bestellt haben. Es geht nicht. Also Server laufen immer durch. Ihr Smartphone, das Betriebssystem läuft durch und kontinuierlich. Alle Mikrocontroller, die Sie im Auto haben, laufen wahrscheinlich kontinuierlich. Also diese Dinge, die kontinuierlich mit der Außenwelt interagieren, sind reaktive Systeme. Die schauen wir uns an in diesem Video. Was Sie hier sehen, ist das klassische Hello World Programm aus der Informatik. Ich kann das starten, mach das mal. Das läuft dann und gibt halt Hello World auf der Konsole aus. Und was Sie jetzt hier sehen, das Programm hat terminiert. Sieht man hier sehr schön, hier ist, also wenn es so laufen würde, wäre hier der rote Knopf da, dann, dass man es unterbrechen könnte. Sie sehen, das Programm läuft jetzt nicht mehr, es ist terminiert. Es hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Das ist kein reaktives System, sondern es ist ein sogenanntes transformatorisches System. Das hat eine definierte Aufgabe. Man startet das Programm, damit es diese definierte Aufgabe erledigen soll, und irgendwann terminiert das Programm wieder. Also in dem einfachen Fall macht er einfach ein Hello World und stoppt dann wieder. In komplexeren Fällen könnte es sein, dass es ein Batch-Programm ist, was zum Beispiel die ganze Datenbank aufräumt, so ein Monatsgehaltsberechnungsbatch. Auch sowas kann ein transformatorisches System sein oder so ein klassisches Shell-Skript, das Ihnen vielleicht hilft, Ihre Linux-Maschine ein bisschen besser zu administrieren. Auch das ist ein ganz klassisches transformatorisches System. Sie starten das und irgendwann terminiert es. So, was macht jetzt ein reaktives System aus? Ich hatte eingangs schon gesagt, dass da der wichtige Faktor ist, dass das Ding kontinuierlich mit der Umgebung interagiert. Und das müssen wir jetzt einbauen. Das heißt, ich baue jetzt hier mal eine zweite Klasse auf, und dass Sie es auseinanderhalten können. New Java Class Reactive System. Der kriegt eine Main-Methode, Public Static Void Main. Also genauso wie bei unserem Hello World Programm. Nur jetzt wollen wir eine kontinuierliche Interaktion mit der Umgebung haben. Und wir wollen, dass das Ding nicht terminiert. Das heißt, jetzt brauchen wir so das klassische Kennzeichen von einem reaktiven System in der einen oder anderen Art und Weise. Und das ist die klassische Endlosschleife, die Sie reinprogrammieren. While true. Und dann soll er irgendwas machen. Normalerweise ist das jetzt kein besonders guter Programmierstil. Endlosschleifen sollte man nicht programmieren. Also in die While-True-Bedingung sollte nachher eine Bedingung rein, unter denen das reaktive System dann doch terminieren kann. Das bauen wir später rein, wenn wir uns um das Thema Threads kümmern. Also ich lasse das jetzt mal so. Ich weise Sie hiermit darauf hin, dass das kein so besonders guter Source-Code ist. Aber wie gesagt, while true, die klassische Endlosschleife, wenn ich das jetzt starten würde, würde das wahrscheinlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag laufen, das Programm, und nichts Sinnvolles tun, weil ja die Endlosschleife läuft. Also im Grunde würde die CPU durch anfangen zu glühen. Starten wir das mal, gucken mal, was passiert. Run Reactive System Main. Jetzt sehen Sie also, es läuft das System. Sie sehen das daran, dass hier der rote Knopf aufleuchtet. Das System tut nichts Sinnvolles, weil wir natürlich nichts reinprogrammiert haben, womit wir mit uns, die Benutzer, interagieren können. Also das müssen wir jetzt ergänzen, dass der irgendwas einliest von uns, also müssen wir die Daten reinkriegen, dann machen wir irgendwas mit den Daten und geben die dann wieder raus. Okay. So, jetzt habe ich also das System von Hand stoppen müssen. Das ist kein guter Stil natürlich. Also man sollte ein reaktives System da immer irgendwo eine Möglichkeit vorsehen, dass das Ding sauber terminiert, also dass man es runterfahren kann. Zum Beispiel einen Server sollten Sie runterfahren können. Wenn es so ein eingebettetes System ist, ist runterfahren vielleicht keine gute Idee, aber dann sollte der irgendeine Möglichkeit haben, um in einen sicheren Zustand überführt zu werden. Also das müssen wir einbauen. Also nur eine Endlosschleife mit while true ist schlecht. Was Sie hier sehen, ist jetzt ein reaktives System, und die Endlosschleife, die nichts tut, ist natürlich keine gute Idee. Deswegen müssen wir jetzt was reinprogrammieren, was Eingaben von der Konsole lesen kann. Wie machen wir das? Man könnte jetzt hier ein einfaches Einlesekonzept umsetzen. Wir sagen hier einfach mal Scanner.
Das ist eine Klasse, die ist relativ neu im JDK drin und mit der kann man sozusagen die Konsoleneingaben scannen. Und der hat so ein paar Komfortfunktionen, dass man jetzt nicht so zeichenweise, was man normalerweise machen müsste, auswerten muss, sondern der kann dann sozusagen zeilenweise einlesen. Ist gleich New Scanner. Und jetzt erwartet er von uns eine Datenquelle, wo er die Daten herkriegen soll. Dann nehmen wir System.in. Das heißt, da lesen wir sozusagen aus der Standardeingabe ein. Das ist häufig genug an die Konsole angeschlossen, so dass ich nachher hier in der Konsole was eingeben kann und dann kann man das sozusagen mit dem Scanner rauslesen. Und wir verwenden als Ausgabe einfach den Standard-Out. Das heißt, ich kann jetzt meine While-True-Schleife so programmieren, dass wir jetzt ein gescheiteres reaktives System kriegen. Ich sage String Zeile ist gleich S.NextLine. Dann machen wir mit der Zeile was. Also das hier ist sozusagen, wenn man nur nach dem EFA-Prinzip vorgeht, ist das hier die Eingabe. Dann noch ein bisschen Verarbeitung. Verarbeitung. Ich mache es jetzt ein bisschen schrottig programmiertes, also aber es geht jetzt hier nicht um Performance. Deswegen also nur kurz, falls Sie das besser wissen, merken Sie sich das. Zeile plus gleich und jetzt hänge ich an die Zeile einfach Komma Hoshi dran. Ich habe der neue Bill und Ted-Film ist jetzt vor einigen Wochen auf den digitalen Kanälen rausgekommen und bei Bill und Ted heißen ja alle Hoshi. So, das ist also meine Verarbeitung und dann machen wir eine Ausgabe noch. Ausgabe, sagen wir S-Out. Das heißt, wir sitzen jetzt die Konsole wieder und geben was aus. Sie sehen ja hier System.in kommt Daten rein, System.out Daten wieder raus. Das sage ich hier Zeile. So. Jetzt haben wir ein reaktives System, was tatsächlich was tut. Also der hat eine Eingabe, ich lese was von der Konsole, macht irgendwas Interessantes damit und macht eine Ausgabe. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Start wieder mal tolles reaktives System. Und diesmal ist es wirklich ein reaktives System, was auch wirklich was tut. Jetzt müsste ich was eingeben können. Hallo, reaktives System. Und das System sagt: Hallo, reaktives System Hoshi. Huhu. Huhu, Hoshi. Tralala. Hoshi. Und so weiter. Also das kann ich jetzt bis zum Hitzetod des Universums so weitermachen. Sie sehen, das reaktive System läuft noch. Sie sitzen hier wieder an dem roten Knopf. Und jetzt kann ich sozusagen permanent mit dem tollen reaktiven System interagieren. Jetzt will ich das System aber irgendwie terminieren. Das heißt, ich könnte jetzt hier den roten Knopf drücken. Ich kann, manchmal funktioniert Ctrl-D, dass man den Eingabestrom beendet. Und auch das hat er hier gemacht. Jetzt schauen wir uns mal die Fehlermeldung nochmal an. So, gucken, hat er hier irgendwo eine vernünftige Fehlermeldung? Sie sehen hier Exception Thread Main, Java No Such Element Exception, No Line Found. Das heißt, er ist uns hier explodiert an der Stelle Next Line und ich habe den Eingabestrom zugemacht mit Ctrl-D und deswegen ist er terminiert. Sie sehen also, das ist zwar ein reaktives System, aber noch ein äußerst schlechtes, weil das unglaublich schlecht mit Fehlern umgehen kann. Also das müssen wir noch wesentlich besser programmieren. So, was tun wir jetzt, um das System etwas besser zu programmieren? Wir könnten eine einfache Abbruchbedingung reinbauen. Ich mache das mal ganz kurz. If sowas wie exit Punkt equals Zeile, dann break. So könnte man es machen. Man könnte auch eine Ausstiegsvariable setzen, sowas wie while not terminated und dann sage ich hier terminate true zum Beispiel. Dann ist es noch ein bisschen sauberer programmiert. Aber wie gesagt, wir kümmern uns beim Thema Threading nochmal um das saubere Terminieren von reaktiven Systemen. Probieren wir das nochmal kurz aus, das reaktive System, und dann war es das für dieses Video. Jetzt lassen wir den mal laufen. Hallo? Hallo Hoshi. Huhu. So, Exit. So. Und Sie sehen, jetzt ist das System sauber terminiert. Jetzt bin ich hier mit Break aus dieser Endlosschleife rausgesprungen. Und jetzt sehen Sie hier grüner Haken, das System läuft nicht. Und er freut sich, dass das System jetzt sauber terminiert ist.
So, in den nächsten Videos schauen wir uns jetzt erstmal an, wie können wir das System so umbauen, dass wir es gescheit testen können. Das heißt, wir werden jetzt gleich etwas refactoren und wir werden dann auch unsere ersten JUnit-Tests schreiben, weil uns das Thema Test-Coverage besonders wichtig ist. Und dazu müssen wir sozusagen das System jetzt mal so bauen, dass das überhaupt testbar wird. Diese tolle Endlosschleife können Sie nämlich gar nicht testen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.